Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch mal den Solo-Car-Merch-Glitch zeigen. Und was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür auf jeden Fall eine Terabyte. Dazu, ja, optimal wäre auf jeden Fall, wenn ihr eine Firmengarage und eine Tuning-Werkstatt habt. Wenn ihr das jetzt nicht habt, dann ist es auch nicht schlimm. Ihr könnt natürlich auch jede andere Garage benutzen. Dazu braucht ihr auf jeden Fall noch, um hinterher die Moddings zu übertragen, entweder eine gemergte MOC, eine gemergte Terabyte oder eine Avenger. Und dazu halt noch ein Auto, was die Settings halt haben soll. Und ja, wenn ihr das habt, dann begebt euch einfach in die Garage, wo das Auto drin steht, was ihr modden wollt. Und fahrt dann zunächst aus der Firmengarage raus, beziehungsweise aus jeder anderen Garage, da wo das Auto halt drin steht. So, wenn ihr das Auto rausgefahren habt, dann müsst ihr jetzt ein wenig rumballern, so dass die Cops zu euch kommen. So, sind die Polizisten dann nun angekommen, dann lasst euch einfach nur töten. Und ja, ihr müsst einfach nur dafür sorgen, dass euer Fahrzeug einkassiert wird. So Leute, seid ihr jetzt gespawnt, dann gibt es jetzt einen kleinen Timing-Part. Und zwar müsst ihr eure Terabyte anfordern. Und wenn sie euch angefordert habt, müsst ihr dann sofort aufs Handy gehen und auf die Assistentin drauf. Das müsst ihr dann wirklich schnell machen. Also ihr müsst dann wirklich die Assistentin anrufen, bevor eure Terabyte gespawnt ist. Ich werde es auf jeden Fall mal machen. Sonderfahrzeuge, dann auf Terabyte, dann schnell auf die Assistentin drauf. Und dann X durchspammen. Einfach nur X durchspammen, bis der Anruf beendet wird. Die ganze Zeit X durchspammen. So, und wenn ihr jetzt schnell genug gewesen seid, dann ist das Auto gespawnt und Terabyte ist weg, so wie es jetzt bei mir der Fall ist. Auf jeden Fall. So ist es perfekt. So, als nächstes begeben wir uns dann jetzt zu dem Auto, also zu unserem persönlichen Fahrzeug. So, wenn wir jetzt da angekommen sind, dann steigen wir einfach einmal ein und dann fordern wir uns jetzt entweder Terabyte an oder MOC oder die Avenger, je nachdem wo wir die Settings von übertragen wollen. Ich mache das jetzt in meinem Fall mit der MOC. Tu dann die MOC einmal anfordern. Ja Leute, und ihr seht, das Auto hat sich gemerged. Das ging auf jeden Fall jetzt wirklich schnell. Als nächstes müsst ihr euch dann wieder zu eurer Garage begeben. So Leute, seid ihr jetzt in der Garage drin, dann tut einfach euer MOC oder Avenger oder Terabyte halt wieder einlagern, je nachdem was ihr benutzt habt. Und dann müsst ihr sehen, dass das Auto kurz einmal verschwindet und dann wieder auftaucht, so wie bei mir jetzt der Fall. Das ist auf jeden Fall perfekt. So, und als nächstes müsst ihr dann jetzt in die Tuning-Werkstatt fahren. Wenn ihr keine Tuning-Werkstatt habt, dann fahrt einfach zu LS Customs und ändert einfach irgendwas an dem Auto. Ist egal, jetzt, ob das Panzerung ist oder auf jeden Fall ändert irgendwas so, dass es abspeichert. Das mache ich natürlich jetzt auch. Ich tue einfach jetzt die Panzerung ändern, so dass es dann abgespeichert ist. Und ja Leute, das war's auf jeden Fall schon. Das Auto ist jetzt damit abgespeichert. Und das war's auf jeden Fall schon, Leute. Ja, ich hoffe, das Video, das hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.